Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, ich sammle jetzt eben noch hier die letzte Quest ein. Letzte Nebenquest, die ich hier irgendwie nicht so... Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist gerade so mein Problem. Nö. Das geht so nicht. Ich muss hier erstmal wieder raus. Da. Da komme ich raus. Geh mir aus dem Weg. Ich muss laufen. Die Echse verbreitet also einen Fluch, einen üblen Gestank, ein Gift. Deswegen riecht es hier auch so nach Tod oder Krieg. So, die Frauen, also Leute sterben, werden krank, Frauen kriegen Fehlgeburten. Boah. Könnte mir jetzt nichts drunter vorstellen, was es sein könnte. Dieb! Ein Dieb! Ey, Kind. Fang diesen kleinen Tu nicht gut ein! Schnell! Ich bin dabei. Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen! Ich darf nur nicht verlieren. Ein Magi sollte aber schneller sein. Boah. Wie kann ein so kleines Kind so schnell rennen? Hä? Ich töte dich! Schlag ihnen die Zähne aus! Dafür schlag ich dich tot! Los, Magi! Schnapp sie! Sag mal, du kleines... Du hast es geschafft! Ich wusste es! Blach, ey. Hast du mich hierher gebracht, um diese Banditen loszuwerden? Klar doch. Ich bin schrecklich schlau. Das sagen alle. Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten. Und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Wie heißt deine Schwester? Kavit. Und ich Ifri. Wenn du sie findest, sag ihr, dass ich sauer bin. Okay. Kleiner Mann. Von mir hochpustet, du treffst mir bei deinem nächsten Ziel zu erfahren. Die Ex erreicht das Haus des Seers und spricht mit... Aber das können wir ja eigentlich mal eben machen. Na gut, da also einfach wieder hoch, das wird nix. Oder ist hier ein Pferdchen, das hier gerade seine Föhnfrisur hat? Hey, was? Warum sind die so fixiert auf mich auf einmal? Ich verstehe das nicht. Ich bin doch nur von diesen Polizisten so bekannt. Und hier sind wir im schlimmen Viertel oder was? Ganz schlimm aus hier. Ganz, ganz schlimm. Oh, Pferdchen geht auch rein, guck mal. Schönen guten Tag. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Mein Kind! Ich will das jetzt nicht sehen. Endlich bist du gekommen. Oh mein Gott. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Was? Lasst uns das Ritual fortsetzen.
Bring mir den Kessel! Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Jo. Die Form der Seele, hört dich nicht. Die im Himmel ruht. Land. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht im Überfluss spendet. Ich bin der Oh, Scheiße. Oh, nein. Ich bin der Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Was soll ich jetzt sie damit beträufeln? Soll ich erst Bar jeder Nässe. Tritt hervor aus dem Strom. Sobdet, öffne ihnen die Augen. Hat noch irgendjemand ein komisches Gefühl? Lass dir die Augen öffnen. Ja, das komische Gefühl wurde gerade bestätigt. Oh, oh mein Gott, was bin ich denn heute so müde? Entschuldigt bitte. Was ist denn jetzt? Oh. Och, bitte lass das jetzt mal... Ich hoffe, Senu ist in Sicherheit. Ich hoffe, das ist nur ein Traum. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Alles aus Asche? Ja, ich weiß nicht wo... Ich kann Senno nicht rufen. Da hinten ist Feuer. Ist da jemand? Was ist das? Eine Art Gruft? Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Ja, fall doch nicht hin, ey. Typisches Klischee. Klischee. Mein Gott, das habe ich mir sogar schon versprochen. Ich sollte zu diesen Feuern gehen. Was ist das? Dieser Schatten. Das ist der Seelenfresser. Das ist eine Schlange. Für mich war das eine Schlange. Eine riesengroße Schlange. Ich habe nichts gegen Schlangen, aber... Das ist eine Schlange. O ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Ist das das Nordlicht in Ägypten? Warum so eine weite Aufnahme? Weil wir jetzt gleich die Schlange wiedersehen? Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Sind das wir? Nochmal? Die Waagschale? Also eine Waage halt, ne? Ja, das sind wir, definitiv. Es hat dieselbe Kleidung an. Aber wir sind alt. Habe ich nicht gesagt, nein! Ist eine Schlange.
für ihn kein komisches Getränk mehr vorm Schlafen gehen. Riesige Schlange, gleich Senno, die sich in einen goldenen Bogen und Pfeil verwandelt. Mhm. Ach, mehrere, ja. Zum... Ja. Oh je. Anubis, Herr der Toten! Hat mich diese alte Nau vergiftet! Neck! Gift! Scheiße. Aha, ja, badabada. Ach, mein Gott, ich kann nicht ausweichen. Apophis ist verletzbar. Ja, das habe ich. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Ich glaube, ich schieße voll daneben die ganze Zeit. Und ich laufe die ganze Zeit in dem Gift rum. Oben, 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 links, 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 links. Ich sehe sie nicht. Ah, mein Gott, ich hab die Schlange. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Wow. Beschütze mich. Mein Herz wirst du nicht verschlingen. Ich muss schnell da von dem Gift weg. Er wird schwächer. Da, ja, bitte, bitte. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. Mhm. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Oh, das kann ja was werden, ey. Was träumt der für einen Scheiß? Hurra! Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Das ist eine Klapperschlange und gleichzeitig eine Kobra? Das ist ja interessant. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Tut weh, oder? Das Vieh ist so schnell. Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Uhala! Ah, Mann! Ich habe nicht mehr viel Leben. Könnte das mal ein bisschen aufladen? Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Aha. Kehre zum Meer des Chaos zurück! Scheiße!
Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Ja, ich hoffe. Ah, wo geht's denn jetzt hin? Oh. Ich bin die Große in seinem Auge. Apophis wird die Duat zerreißen. Alter, der Kampf ist geil. Ich kann nicht sehen. Hurala. Ich gehe nicht in das Tal der Dunkelheit. Und ich kann nicht sehen. Mich bekommst du nicht, Vernichter. Los, komm her. Oh. Du wirst den Zorn des Sonnengottes spüren. Oh Mann! Fuck, ey. Ich werde dich vernichten. Jetzt habe ich sie. Achso, ich bin wieder dran und ich schwimme. Ach, wie schön. Blumen. Wie schön, Blumen. Ah, ich kann kein Foto machen. Schade. Warum schwimmt er denn jetzt so langsam? Sieht voll hübsch aus. Jetzt voll das Mädchen bei mir raus. Oh, alles blau und pink. Was war das, Papo? Papo? Ich bin durch die Gruft gereist, durch Finsternis und Einsamkeit. Nun bin ich hier. Ich bin da. Ich laufe jetzt mal der Sonne entgegen. Da winkt ein Kind. Ich hab gerade voll die Gladiator, also hier, der Film, The Gladiator. Flashbacks, ey. Vater! Wunderschöner Film. Definitiv Flashbacks. No.
Sie sind zurück, sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Preiset die Götter. Was siehst du? Preiset mich? Dein Feind und der Ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Oh Gott. Die Leute, die im Tempel essen, essen Menschenfleisch. Wenn du selbst den Rat eines Sehers suchst, komm wieder in der Fülle der Zeit. Hab Dank. Zu dir komme ich garantiert nicht nochmal wieder. Du schickst mich immer auf Sachen, ey. Da, wach auf. Ja, danke. Erfolg freigeschaltet. Oh, es ist widerlich. Ah ja. Mein Liebster. Geht es dir gut? Viel besser, wenn ich dein Gesicht sehe. Na, vögeln sie jetzt wieder. Da hängt ein Krokodil. Da ist etwas Fremdes in deinen Augen. Was beschäftigt dich? Träume. Von unserem Sohn. Ayek. Die Frau des Hohepriesters wurde vergiftet. Ihr Seher behauptet, dass der Giftmischer unser Feind ist. Die Echse? Ich glaube schon. Der Apis-Stier steht auch an der Schwelle des Todes. Gehen wir zum Tempel. Unterwegs sprechen wir über deine Träume. Komm, mit dem... Moment, bevor du jetzt wieder weggehst, meine Liebe. Ich muss jetzt erstmal mich verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.